Wir haben in unserer Zivilisation es geschafft, dass der Zucker eben zu einem Hauptbestandteil unserer Nahrung geworden ist. Und damit ist die Zuckerkrankheit eine Umwelterkrankung. Ganz herzlich willkommen bei Grün und Gesund. Heute das Thema die Wahrheit über Zucker und Diabetes. Niemals in der Geschichte gab es so viel Zucker auf dem Speiseplan wie heute. Man hat fast das Gefühl, dass es heutzutage ein fast unstillbares Verlangen nach Zucker gibt. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Volkskrankheit, die Zuckerkrankheit Diabetes zu erwähnen. Es gibt Millionen von Menschen allein in Deutschland, die tagtäglich ihre Blutzuckerwerte immer im Blick haben müssen, sich täglich spritzen und die Mahlzeiten berechnen müssen. Aber wie genau ist der Zusammenhang zwischen dem täglichen Zuckerkonsum und der Volkskrankheit Diabetes? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Spitz. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Herr Professor Spitz, in dem ersten Leben sind Sie Facharzt für Nuklearmedizin gewesen. Nach Ihrer Rente sind Sie erst so richtig aktiv geworden. Haben Sie den Facharzt für Ernährungsmedizin gemacht, Facharzt für Präventionsmedizin und haben die Akademie für menschliche Medizin gegründet und noch einiges mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer so einfach ist, das jemandem zu erklären, wenn Sie gefragt werden, was machen Sie da eigentlich? Was antworten Sie immer, wenn man Sie fragt, was machen Sie denn da so? Das finde ich ganz sympathisch. Ich habe lange nachgedacht und dann ist mir letztes Jahr als Quintessenz von meinen ganzen Umtrieben, die ich da habe, die Idee gekommen, dass ich ein hochinfektiöser Gesundheitserreger bin. Ja, das finde ich sehr gut. Ja. Ich hoffe, dass ich heute eben auch unsere Zuhörer, Zuschauer infizieren kann, denn das ist das Ziel. Wir sollten alle Gesundheitserreger werden und wir können es werden. Ja, also von Ihnen lassen wir uns heute sehr gerne anstecken und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, Zucker und Diabetes. Heutzutage, ich habe es eben schon in Einleitung gesagt, kommen wir kaum noch um Zucker herum. Ich habe vier Jungs, bin Papa von vier Jungs und in jeder Ecke bekommen die Süßigkeiten geschenkt. Ja, meistens ungefragt und wir als Eltern haben da meistens wirklich unsere Not, den Zuckerkonsum der Kinder halbwegs im Griff zu haben. Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges. Ja, da sieht man es halt ganz klar, weil es als Süßigkeit deklariert ist. Aber in unserer Ernährung heutzutage überall kommt Zucker drin vor. Aber warum ist der Zucker denn überhaupt schädlich? Er kommt in der Natur an verschiedensten Stellen vor und wir brauchen den Zucker ja auch. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Es gibt einen uralten Spruch in der Medizin, die Dosis macht das Gift. Ja, also wenn man täglich sein Schöppchen Roten trinkt, sind die Statistiken eindeutig, das ist gesund. Wenn man 2 Liter Wasser trinkt, dann ist das gesund. Wenn man auch einen ganzen Eimer Wasser trinkt, dann ist das nicht mehr gesund. Also selbst das gesunde Wasser ist nicht mehr gesund. Und so geht es eben auch um Zucker. Der Zucker ist ein Teil unserer Nahrung. Also wenn wir präzise sind, sagen wir die Glucose, der normale Zucker ist Glucose, der ist Bestandteil in unserer Nahrung gewesen, aber eben ein relativ geringer Bestandteil. Und wir haben in unserer Zivilisation es geschafft, dass der Zucker eben zu einem Hauptbestandteil unserer Nahrung geworden ist. Und damit ist die Zuckerkrankheit eine Umwelterkrankung. Mhm, ja. Und zwar wie viele andere Krankheiten auch. Nicht die Menschen entscheiden sich und entschließen sich, sich falsch zu verhalten, einen schlechten Lebensstil zu haben, sondern unsere Umwelt, unsere Gesellschaft hat sich so entwickelt, dass wir uns selber mit solchen Dingen vergiften. Ja, vielleicht müssen wir sogar erstmal eine Unterscheidung hier treffen zwischen dem Zucker, wie er in der Natur vorkommt, und dem Industriezucker, der ja heute, genau wie Sie sagen, fast überall mit drin steckt. Ja und nein. Das Problem ist, man kann den Zucker noch so stark verändern als Komplexzucker oder eben als purer Zucker. Im Grunde genommen ist es für das Problem, die Katastrophe, die wir haben, ist es völlig egal, weil auch aus den komplexen Zuckermolekülen wird zum Schluss immer unsere Zuckermenge im Blut. Und da beginnt das eigentliche Problem. Nicht bei der Zufuhr, sondern bei dem Zucker-Tsunami, den wir im Blut auslösen. Was genau verstehen Sie unter einem Zucker-Tsunami? Ein Zucker-Tsunami ist die Situation, dass ich, wenn ich mir eine Ladung Pasta reinziehe, die dann vom Körper verdaut wird, das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung, und was da aus der Pasta rauskommt, ist dann
letztlich purer Zucker. Der wandert aus dem Darm ins Blut und steht dann dort eigentlich für den Körper, für die Zellen als Nahrung zur Verfügung. Die Körperzellen können den Zucker verbrennen, ja. Überhaupt kein Thema. Aber wenn ich jetzt so viel Zucker, 200, 300 Gramm Pasta zu mir nehme, die es früher nie gegeben hat in dieser Konzentration, da war mal vielleicht in einem Obstteil war ein bisschen Zucker drin oder auch in der Wurzel, die wir gegessen haben, war ein bisschen Zucker drin, aber es war nie allzu viel. Das heißt also, es ist dann zu einem leichten Anstieg des Zuckers im Blut gekommen, der ist verbraucht worden. Wie das funktioniert, kommen wir später nochmal drauf. Und dann war der Zucker wieder weg. Das heißt, es war ein leichtes Plätschern, was da war. Mhm. Wenn ich jetzt 200 Gramm Pasta reinziehe, dann ist das kein leichtes Plätschern, sondern kommt der Zucker-Tsunami. Das heißt, ich habe einen irren Anstieg am Blutzucker und dann schreit die Körperregulation, Achtung, Achtung, der Tsunami ist schon wieder da, den müssen wir wegbringen. Und zwar, was die Menschen nicht wissen, die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass der Zucker ja vielerlei Eigenschaften hat. Und eine Eigenschaft des Zuckers ist es, dass er Eiweiße verzuckert. Viele Menschen kennen ein solches verzuckertes Eiweißmolekül. Das ist das HbA1c. Das ist die Abkürzung für den verzuckerten Eiweißmolekül im Blut, von den Blutfarbstoffen, die wir beim Diabetes messen. Man kann also mit diesem HbA1c messen, wie viel Zucker im Blut gewesen ist. Nur, das ist eine einsame Messung oder ein einsamer Wert, der nichts darüber besagt, was noch alles verzuckert wird im Blut. Und das läuft sofort ab, wenn ich hohe Zuckermengen habe. Deswegen sagt der Körper, Zucker ist toll, aber raus aus dem Blut. Und um das zu erreichen, schüttet er Insulin aus. Insulin ist der Zaubermeister, der den Zucker aus dem Blut in die Zellen schafft. Normalerweise, wenn die Zellen den Zucker verbrennen. Wenn jetzt aber eine Zelle keinen Zucker braucht, weil sie keinen Hunger hat, weil sie vom letzten Zucker-Tsunami schon satt ist, hat das Insulin keine Chance, den Zucker noch in die Zelle zu bringen. Das ist die Situation, die wir heute bei vielen Menschen haben, dass nämlich die Zelle insulinresistent ist. Aber der Zucker muss ja letztlich dann raus aus dem Blut. Der normale Zucker gar nicht mehr in die normale Zelle rein. Und dann hat die Natur, die immer eine Ersatzlösung hat, die Lösung 2, die Lösung B parat, die auch sinnvoll ist, nämlich, oh, ich habe was übrig, was ich nicht brauche, das sollte ich aufheben für schlechte Zeiten. Und schiebt dann den Zucker ins Fettdepot, nicht in ein Zuckerdepot, das wäre nicht gut für den Körper. Das ist dann der Winterspeck, ja? Das ist der Winterspeck, ja? Jeder Igel frisst sich im Herbst mit Hilfe von Obst einen Winterspeck an. Die Bären genauso. Nur, die verbrennen dann im Winter auch diesen Speck und dann ist ein Frühjahr weg. Während bei uns kommt nach Herbst der nächste Herbst mit Zucker und wieder der Herbst. Das heißt, die Wampe wird immer dicker. Ja, und der Winter bleibt aus, ja. Das heißt also, wir haben eine Regulationsstörung. Und über diese Regulationsstörung sind die Menschen sich nicht im Klaren und sind Opfer praktisch dieser Exposition, dieser vermehrten Zuckerzufuhr, die dann im Körper in diese Regulationsprobleme führt, die sie nicht mehr beherrschen. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Man wird nicht nur immer fetter, man hat immer mehr Insulinresistenz und dann hinterher hat man seinen Diabetes. Ja. Und viele wissen ja auch gar nicht oder sind sich nicht darüber im Klaren, wo denn Zucker überhaupt drin enthalten ist, weil es eben nicht nur der raffinierte Zucker ist, sondern wenn ich jetzt die Pasta esse, die Sie angesprochen haben, da sind es eben die Auszugsmehle, weil die einfachen Kohlenhydraten dem Zucker eben sehr ähnlich sind. Ja? Oder den Tomatenketchup oder den Senf, die Essiggurke, Fischkonserve. Überall steckt es mit drin. Das kann ich ja beliebig fortsetzen. Da muss ich nochmal auf die Labels drauf gucken. Und das Gemeine ist ja letztlich, dass da nicht einfach Zucker draufsteht, sondern da steht dann Milchzucker, Fruchtzucker, Diabetikerzucker, Malzzucker, Rohrzucker, ich habe mal aufgeschrieben, Rohrzucker, Melasse, eingedickte Fruchtsäfte, Ahornsirup und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, das zu verschleiern, aber unterm Strich ist und bleibt es Zucker und das Problem. Ja, also das ist genau die Sache angesprochen. Es ist der Erfindungsreichtum der Zuckerindustrie, die ja wirklich Milliarden damit macht, die einer der ersten Kartelle waren in der Welt. Ja, das, ich glaube, die haben ihr Kartell gegründet, bevor es das Tabakkartell schon gab. Ach. Und haben ganz genau abgesprochen, was können wir tun, um den Zuckerkonsum zu erhöhen. Und wie gesagt, das Zuckerkartell ist eines der ersten gewesen. Aber
alle anderen haben die gleiche Kartelle. Das heißt, die Industrie versucht mit den modernsten psychologischen Mitteln, und da haben wir heute eine ganze Menge, weil wir auch immer mehr Medien haben, die von den Mengen, von den Menschen genutzt werden. Und über diese Medien werden dann Bedürfnisse geweckt, die über den Kauf befriedigt werden. Und damit hat man also ein Mittel gefunden, um praktisch den Umsatz extrem zu steigern. Ja. Beispiel ist Coca-Cola. Wir wissen seit 30, 40 Jahren, dass niemand Coca-Cola braucht. Der Körper braucht es jedenfalls nicht. Ja, die Leute, die es produzieren, brauchen es, um Umsatz zu machen, aber wir brauchen es nicht. Das heißt, Coca-Cola ist ein Produkt, was überflüssig ist. Und dann ist vor 5 oder 6 Jahren jemand hingegangen, hat noch einmal so ein Produkt auf den Markt gebracht, nämlich Red Bull. Niemand braucht Red Bull, niemand kannte Red Bull, und es ist nur über die Werbung reingedrückt worden, die Leute sagen, oh, ich muss fliegen können, und jetzt saufen sie alle Red Bull. Und er hat wieder 1 Milliarden Umsatz gemacht mit etwas, was niemand braucht. Und so läuft es mit sehr, sehr vielen Produkten, und so ist es halt auch mit Zucker geschehen, weil den Zucker kann man herstellen aus billigen Rohstoffen, ob es jetzt unser Rübenzucker ist oder der Rohrzucker aus Südamerika, ist billig herzustellen, und dann verarbeitet man ihn weiter, weckt Gelüste auf dieses Produkt und macht dann eben damit einen Riesenumsatz. Ja, man fühlt sich ja auch erstmal gut, wenn man Zucker zu sich nimmt. Ja, also niedriger Blutzucker kennt man ja, dann geht es einem schlecht, und dann nehme ich Zucker, oder vielleicht vor der Klassenarbeit werfe ich mir noch ein bisschen Traubenzucker ein. Ja, ist ja schon völlig legal, die Droge, wenn man es als Droge bezeichnen möchte. Und dann geht es mir erstmal gut, dann habe ich Power. Ja, selbst meine Großmutter, die eine einfache Frau war, hatte den Spruch drauf, Zucker ist Nervennahrung. Ja, die wusste, Zucker ist Nervennahrung. Und das resultiert daher, dass eben das Gehirn sehr viel Zucker verbrennt. Das ist richtig. Und das Problem ist, wenn das Gehirn zu wenig Zucker bekommt. Das heißt also, wenn wir eine Unterzuckerung auslösen, auf den Mechanismus müssen wir noch mal zu sprechen kommen, wenn wir unterzuckert sind, dann sagt das Gehirn, Achtung, Achtung, ja, wie Spaceship so und so, wir müssen unbedingt was tun, sonst verhungern wir. Ja, der Körper ist ja eine Riesengemeinschaft von Zellen und was allem. Dieses Spaceship muss schauen, dass es Ersatz bekommt. Ja, aber und dann bekommt man ein Hungergefühl. Aber jetzt frage ich mich doch, wenn wir so viel Zucker haben, von vorne bis hinten, wie kommt es denn plötzlich dazu, dass ich unterzuckert bin, dass ich plötzlich Zuckermangel habe? Wie kommt es dazu? Ja, da fange ich doch wieder an, wo ich eben aufgehört habe, bei der normalerweise segensreichen Regulation mit dem Blutzucker umzugehen. Wenn ich einen Blutzucker-Tsunami auslöse, sagt der Körper, zu viel Blutzucker ist nicht gut wegen der Verzuckerung von den Eiweißmolekülen. Also schüttet er eine ordentliche Menge an Insulin aus. Wir haben also dann einen Insulin-Tsunami, der dem Zucker-Tsunami folgt. Und dieses Insulin ist dann so viel, dass ratzfatz innerhalb von 1-2 Stunden der Blutzucker aus dem Blut verschwindet. Und da wir zu viel Insulin ausgeschüttet haben, weil es eine überschießende Steuerung ist, weil der Körper damit nicht umgehen kann mit diesem Tsunami, haben wir dann die Unterzuckerung. Und das bedeutet, jetzt die Pasta reingezogen und in 2 Stunden Hunger. Ah, mir geht's nicht nur schlecht, also ich kriege auch noch Hunger dabei. Ja, ich bekomme Hunger. Existenznöte breiten sich in meinem Gehirn aus und mein gesamter Fokus geht dahin, wo finde ich jetzt was zu essen, um wieder Energie zu finden. Ja, das ist ja richtig pervers. Also das heißt, damit kommen dann auch solche, lassen sich dann auch Fressattacken und sowas erklären. Ja, das ist die absolute Katastrophe, in die wir da immer wieder reinlaufen, und dann wird eben irgendwas gesnackt, im Zweifelsfall etwas Zuckerhaltiges, und dann produziere ich einen Tsunami nach dem anderen und eine Hypoglykämie, das ist der Fachausdruck dafür, eine Unterzuckerung nach der anderen. Und das Fatale dabei ist, wenn dann der Mechanismus greift, den Zucker rauszubringen, dann landet er in den Fettdepots. Das heißt also, jeder, der einen Zucker-Tsunami überwindet, überlebt, hat anschließend 100 Gramm oder wie viel auch mehr Speck auf den Rippen. Aus der Zuckerkrankheit wird die Fettkrankheit. Niemand wird vom Fett fett, sondern wir werden alle vom Zuckerfett. Ja, das ist natürlich auch erstmal ein spannender Zusammenhang, ja. Denn wenn wir vom Fett reden, ist ja immer erstmal klar, ich bin fett oder ich fühle mich zu fett, also reduziere ich das Fett in meiner Nahrung, weil Fett wird ja auch verteufelt heutzutage. Ja, das hat sie, diese Zuckerindustrie geschafft, dass sie offensichtlich die Überhand über die Fettindustrie gewonnen hat, wobei die Fettindustrie clever genug war, sich einen Ausweg zu suchen, und zwar einen eleganten Ausweg,
in der Form, dass man gesagt hat, lass mal die alten Fette, die gesättigten Fette aus der Tiergeschichte, lass mal weg. Wir haben viel günstigere moderne Fette, ähnlich so wie mit dem Zucker. Ein modernes Fett, was wir aus Pflanzen herausbringen, gesunde Pflanzenfette, ja, das sind die Öle. Das ist einmal das Sonnenblumenöl oder das Rapsöl und all diese Dinge, die wir früher nie gehabt haben, die industriell hergestellt werden, extrem billig sind, die werden promotet und dann gesagt, ja, ja, und das ist gesund, nur den anderen lass da raus. Dabei sind auch die nicht gesund. Das Fatale ist, niemand in der ganzen Welt kann irgendetwas machen, was auch nur annähernd so gut ist wie die Natur. Alles, was wir nachmachen, ist schlechter. Und diese modernen Fette sind insofern schlecht, weil es fast alles Omega-6-Fette sind, die im Körper Entzündung hervorrufen. Das ist nochmal ein spezielles Thema, können wir vielleicht am Ende nochmal zu sprechen kommen, auf die unterschiedlichen Fettsorten. Ja. Denn nicht Fett ist schlecht, sondern die Art des Fettes. Und das Fett, mit dem wir gefüttert werden, genauso wieder wie mit dem Zucker, mit dem wir gefüttert werden, ist das Problem. Das bisschen Zucker, was wir früher hatten, hat der Körper locker weggesteckt und da war für ihn gesunde Energie, die er gesund verwerten konnte. Das Problem kommt dadurch, dass wir diese Massen an Einfachzucker haben, wie Sie schon gesagt haben, auch in den ganzen Mehlen. Ja, auch das ist ein Prozess, der erst passiert ist im Laufe der Zeit. Wir haben früher unsere Körner kauen müssen, mühsam kauen müssen. Wenn man aus seinem Korn kaut, dann wird nach einiger Zeit wird das süß. Dann setzt der Körper selber den Zucker frei. Das war aber natürlich sehr mühsam. Dann hat der Mensch die Mühle erfunden. Er kann das, die Körner zermahlen. Und zwar erst am Anfang mühsam mit der Hand. Das war auch limitiert. Da hat jeder aufgehört, sobald er genug Mehl hatte. Und dann kam der große Müller, der nämlich dann industriell Mehl mahlen konnte. Und als er das getan hat, war dieses tolle Mehl, dieser Haufen Mehl, den er hatte, der war nach 14 Tagen ranzig. Und er sagt, so ein Shit. Ranziges Mehl möchte doch keiner haben. Was ist passiert? Nun hat er das Mehl untersucht und gesehen, dass auch im Mehl noch Fett ist. Und zwar ungesättigte Fettsäuren. So ein Korn hat Fett da drin, damit daraus eine richtige Pflanze werden kann. Was ja die gesunden Fette letztlich sind. Und das sind gesunde Fette, die aber hochgradig ungesättigt sind und dadurch ranzig werden, sobald der Sauerstoff dran kommt. Das volle Korn hält 2000 Jahre. Man hat in Ägypten Körner gefunden, die noch gesprießt sind dann anschließend. Aber wenn ich das zermahle, kommt der Sauerstoff dran, dann wird das ranzig, das Fett, und dann möchte es keiner mehr haben. Was hat der Müller getan? Er siebt die Teile, die ranzig werden können, aus. Mhm. Das sind die Spelzen, wo das Fett drin ist. Dann bleibt übrig das schöne, weiße 405er Mehl, mit dem unsere Frauen backen. Tja. Und damit wird Kuchen gebacken, damit wird das Brot gebacken und dann haben wir den Zucker pur, den wir nicht haben, brauchen in dieser Menge und der uns krank macht. Das heißt, auch hier wieder also ein Mechanismus, durch die Industrialisierung sind wir in eine Situation geraten, die uns letztlich krank macht. Ja, aber was ist denn mit Fruchtzucker? Der ist doch so gesund und Kinder bekommen ja auch ganz viel Früchte. Also wenn ich mal gucke, also generell sagt man, Fruchtzucker ist gesund, das ist nicht so schlimm. Wenn ich mal in den Kindergarten gucke, die Kinder, die kriegen Fruchtriegel, Fruchtjoghurt, Fruchtsäfte oder noch schlimmer, weil ich jetzt schon ein bisschen mehr weiß, Fruchtsäfte aus dem berühmten Quetschbeutel. Ja, die Kleinen, die sind den ganzen Tag am Nuckeln. Was sagen Sie denn dazu? Ja. Die zweite Katastrophe, ja, oder noch eine Katastrophe. Wie gesagt, Frucht assoziiert Obst und Obst ist gesund. Genau. Dieser Spruch wird ja auch von Ernährungsgesellschaften immer gepowert und die haben das auch schon so gedreht, dass man es auch da wieder richtig versteht. Das heißt immer Obst und gesund, Obst und Gemüse. Ja. Aber man müsste sagen, lieber Gemüse und Obst. Man sollte schwerpunktmäßig 3 Portionen Gemüse haben, mindestens, und maximal 2 Portionen Obst. Und das Obst ist jetzt in die Schlagzeilen geraten, weil es eben mitgehangen, mitgefangen mit der Fructose ist. Die Fructose ist das Wort für Fruchtzucker, ist also im Grunde genommen nichts Schlechtes. Nur auch hier wieder, habe ich zu viel von der Fructose, hat der Körper Probleme und er macht eine Fettleber. Wir haben inzwischen in Deutschland in der Hälfte fast der Bevölkerung haben wir eine Fettleber und die Jungs und die Frauen, die saufen nicht, was wir früher gesagt haben, das Saufen macht die Fettleber, sondern der Fruchtzucker macht die Fettleber. Und da ist es auch so, dass die wenigsten sich in ein Kilo Erdbeeren setzen, ganzjährig, und dadurch ihre Fettleber verursachen, sondern sie haben den Fruchtzucker überall drin.
Ob das jetzt die Bonbons sind oder ob es der Riegel ist oder. Der Hintergrund ist auch der wieder, dass die Fructose von der Industrie missbraucht wird. Und zwar, der Grund ist ein doppelter. Einmal ist Fructose noch billiger herzustellen als die andere Glucose, die wir verwenden. Mhm. Weil wenn das auskristallisiert ist, ist das nicht so gut. Wenn die Fructose bleibt flüssig, die kann man im Tankwagen rumfahren, kann man gleich verwerten und so. Und sie ist noch billiger als unser Rübenzucker. Das heißt also, man hat wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nur, dass der Mensch davon krank wird, das hat man nicht bedacht. Ja. Also wir sagen, maximal 10 Gramm von diesem Fruchtzucker pro Tag, 15 Gramm, 20 Gramm pro Tag, mehr nicht und dann eben nicht pur und auch eben nicht in Säften. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat jahrelang, jahrzehntelang behauptet, sie können 1-2 Portionen Obst, können sie auch locker durch eine Portion Saft ersetzen. Ja, Pustekuchen, da hat die Industrie wieder die Fructose reingefüllt und dann haben wir konzentriert Fructose statt eines gesunden Stücks Obst. Ja, das ist absolute Katastrophe. Das heißt, wenn es doch so einfach ist, dann lassen wir den Zucker doch einfach mal weg. Ja, das wäre ideal. Und da gibt es auch eine ganze Bewegung, die natürlich mal wieder von Amerika drüben kommt, nennt sich Paleo. Paleo ist die Abkürzung für Paläontologie. Das heißt, das, was vor 100.000 von Jahren passiert ist. Und da haben die Jungs ganz clever gesagt, wenn es uns heute schlecht geht, dann lasst doch mal überlegen, was wir getan haben zu Zeiten, wo wir topfit waren, als wir nämlich zu Fuß um die ganze Welt gegangen sind. Da war der Mensch wirklich fit. Ich meine, gut, ab und zu hat er ein Bötchen genommen, wo Wasser war, aber in der Regel ist er zu Fuß gegangen. Und was haben wir damals gemacht? Wir haben in der Höhle geschlafen, wie heute auch. Schlafhöhlen, Schlafzimmer ist genau das Gleiche. Nur anschließend sind wir morgens raus ins Helle, weil wir irgendwo was zu essen finden mussten. Wir sind also losgelaufen, meistens ohne Frühstück, weil wir nämlich vom Vortag nichts mehr hatten. Das heißt also, je mehr, dass man frühstücken muss, um überhaupt bei sich zu sein, um arbeiten zu können, ist ein Märchen. Ja. Das hat es nicht gegeben. Wir sind einsatzfähig, auch ohne Frühstück. Da sind wir losgelaufen, 5 Kilometer, 10 Kilometer, 20 Kilometer. Kein Problem. Wenn es übel war, sind wir abends nach Hause gekommen und haben nichts gefunden. Sind hungrig wieder ins Bett gegangen und haben schlafen können. Warum? Weil wir keine Hypoglykämie hatten. Denn die Hypoglykämie, wie gesagt, tritt ein, wenn ich überzuckert bin und dann unterzuckert werde. Fahre ich aber meinen Fastenstoffwechsel, der sich so nach 2-3 Tagen auch einstellt, dann fahre ich auf Fettverbrennung und dann habe ich keine Hungergefühle mehr, dann habe ich keine Hypoglykämie mehr. Das heißt also, damals haben wir uns ganz anders verhalten und damals haben wir eben ab und zu mal auch ein Stück Zucker nicht gefunden, sondern eben in Obst gehabt. Das war aber limitiert und musste auch erst gekaut werden, musste freigesetzt werden. Das heißt also, diesen Zucker hat es nicht gegeben, die Körner hat es nicht gegeben, die haben wir erst gezüchtet hinterher mit Ackerbau und Viehzucht. Deswegen sagen die Paleo-Leute, wenn du krank bist oder Probleme hast, lass doch mal die ganzen Körner raus. Ja, oder den Zucker. Und dann lass auch mal die Milchprodukte raus. Da brauchen wir heute nicht drüber zu reden. Kann man einen anderen Thema mal machen. Auch die Milchprodukte haben wir erst seit 10.000 Jahren. Und wer Probleme mit seinem Innenleben hat, sollte doch mal versuchen, weglassen. Ja, und siehe da, unbedingt. Ja. Verschlackt hochgradig den Körper. Aber wir wollen ja beim Zucker jetzt noch ein bisschen bleiben und den Folgen. Also das Perfide beim Zucker ist ja, wenn es denn so einfach wäre, den Zucker wegzulassen, was passiert denn, wenn ich den Zucker weglasse und sage, okay, ich verzichte jetzt auf diese Dinge, über die wir gesprochen haben, dann dauert es nicht lange, dann werde ich ziemlich unruhig und fange an, ich weiß nicht, irgendwann muss ich wahrscheinlich festketten, je nachdem, wie groß ich vorher mal den Zuckerkonsum so hatte, um nicht dann eben rückfällig zu werden, denn Zucker macht massiv süchtig. Ja, Zucker macht süchtig und man kann sich jetzt darüber streiten, ob es echte Suchtrezeptoren gibt im Gehirn, wie für Nikotin zum Beispiel, wo wir die haben nachweisen können, in der Nuklearmedizin damals, wo ich tätig war. Sei es wie es sei, es reicht aber schon aus, dass der Blutzuckerspiegel abfällt, um dieses Suchtverlangen auszulösen. Weil es ist, wie gesagt, für den Körper essentiell, dass sein Gehirn mit Energie versorgt ist. Dort laufen die ganzen Sensoren zusammen und das Gehirn muss alles koordinieren. Also wenn das Gehirn nicht genügend Energie hat, dann sind wir schlecht drauf. Alarmzustand. Und dieser Alarmzustand löst das Hungergefühl aus, löst aber auch Stimmungsgefühle aus. Viele Menschen werden dann grantig, werden dann sauer, weil die Gehirnzellen nicht mehr so richtig funktionieren. Man hat also eine psychische Veränderung, unterliegt man. Das heißt also, man bewegt alles, was man
tun kann, um wieder den Zuckerspiegel anzuheben. Und das ist natürlich der Griff zum Riegel oder der Griff zur Schokolade, der schnellste. Und es funktioniert ja auch. Hineingeschoben und schon sieht die Welt wieder besser aus. Ganz genau. Und dieses Spielchen kann ich nur unterlaufen, indem ich meine Einfachzucker, die direkten Zucker reduziere, möglichst ganz rausnehme. Wenn ich komplexe Zucker habe, steigt der Tsunami langsamer an und ich habe nicht so schnell die Unterzuckerung. Und wenn ich dann noch hingehe und diesen Zucker oder diese Zuckerzufuhr verbinde mit Fett und Eiweiß, hat der Magen nicht mehr die Möglichkeit, das einfach durchrutschen zu lassen. Sondern mit dem Fett sagt er, oh, da muss ich aber sehen, dass ich das verdaut kriege. Mit dem Eiweiß sagt er, muss ich den verdaut kriegen. Und dann läuft einfach der ganze Verdauungsprozess läuft langsamer ab. Und dann habe ich den Zuckerzunahme nicht. Und wenn ich den Zuckerzunahme nicht habe, habe ich die Insulinzunahme nicht. Und dann habe ich keine Unterzuckerung. Das heißt also, man kann, wenn man klug ist, dann kann man diesen Tsunami unterbinden und auf Dauer auch ganz abschaffen. Dann hat man eine leise Undulation von seinem Zuckerspiegel und dann ist man happy, ist man morgens genauso gut drauf wie abends. Ja, und das ist doch etwas, was wir alle haben möchten. Aber jetzt wollen wir mal langsam noch in Richtung Diabetes gehen. Also Zucker hat ja viele, verschiedene degenerative Prozesse, die es beschleunigt oder sogar verursacht. Und da gibt es ja neben Diabetes verschiedene andere, also zum Beispiel die gesunde Darmflora wird angegriffen oder es ist natürlich für Zahnverfall auch mitverantwortlich. Vitaminräuber, der Geschmackssinn wird verdorben. Ja, die Kinder, die essen nichts mehr ohne Ketchup und Co. Starker Säurebildner und verursacht auch Fettleibigkeit, haben wir darüber gesprochen, aber eben auch Diabetes. Und wenn Sie uns da jetzt mit reinnehmen, wie ist denn da der Zusammenhang jetzt? Wie kommt es durch diesen Zuckerkonsum, den wir mehr oder weniger wissentlich eben tagtäglich am Teller haben und zu uns nehmen, wie kommt es jetzt da zu Diabetes? Und wir reden jetzt von Diabetes 2, ja? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, dass wir dieses Verständnis aufbringen dafür. Und dafür muss ich noch einmal ein Stück wieder zurückgehen auf das Verständnis für den Körper insgesamt. Wir wissen inzwischen, dass wir ja kein einzelnes Lebewesen sind, sondern aus Milliarden von menschlichen Zellen und Millionen von irgendwelchen Tierchen, Bakterien, Viren, sonst was sind. Das alles wirkt zusammen und das alles kann nur zusammenleben, wenn wir eine extrem gute Steuerung haben. Und diese Steuerung ist über Millionen von Jahren geschaffen worden und ist höchst effektiv. Höchst effektiv und wirklich extrem gut. Ein Beispiel dafür ist unsere Temperatur. Wir haben 37 Grad Körpertemperatur. Sind wir irgendwo, wo es wärmer wird, fangen wir an zu schwitzen, bauen wir sofort Wärme ab. Ist es kalt, fangen wir an zu zittern. Das heißt also, der Körper reagiert minutiös, wirklich hervorragend. Das Problem ist nur, wir haben eine Feinjustierung. Wir sind auf diese optimalen Temperaturen eingestellt. Wenn wir diesen Körper, der so toll regulieren kann, nehmen und setzen den in eine Tiefkühlkammer, das dauert 2 Stunden, dann ist er durchgefroren. Da passiert nichts mehr. Aus, vorbei. Und genau dieses Phänomen haben wir heute. Wir haben Steuerungsstörungen, die den Menschen betreffen, die sein System so durcheinander bringen, dass das gesamte System nicht mehr funktioniert. Das heißt, aufgrund der Steuerungsstörung mit dem Zucker kommt es zu sekundär anderen Störungen im Körper. Zum Beispiel zur Störung im Fettstoffwechsel. Wir haben vermehrt Triglyceride. Da werden die Menschen gemessen, die gehen zu ihrem Hausarzt, der sagt, Sie haben wohl sehr viel Triglyceride, essen Sie weniger Fett. Nein, es ist der Zucker, der zu Triglyceriden gemacht wird. Und dann habe ich die Triglyceriderhöhung, weil ich zu viel Zucker gegessen habe. Aber auch, wie Sie haben schon angesprochen, die Entzündung wird hochgefahren. Und Entzündung ist nichts Schlechtes. Wenn wir uns schneiden, ist die Entzündung der Mechanismus, die Wunde zum Heilen zu bringen. Aber dann muss das auch wieder aufhören. Das heißt, wir müssen wieder die Entzündung zurückfahren. Wenn ich jetzt immer Gas gebe über den Zucker, die Entzündung immer hochfahre, dann habe ich laufende Entzündung. Und diese Entzündungen sind in der Medizin, im Fachjargon sagen wir, die Entzündung ist die Mutter aller Krankheiten. Egal, ob jetzt Krebs ist oder ob es die Demenz ist oder sonst etwas. Gewebe, was auf Dauer entzündet ist, degeneriert, geht kaputt. Und dann haben wir das Problem in irgendeinem anderen Organ, was primär mit dem Verdauung vom Zucker gar nichts zu tun hat. Aber die sekundären Schäden sind extrem. Ja, wer einen Diabetes entwickelt, hat die doppelte Chance hinterher, einen Krebs zu bekommen. Die dreifache Chance, einen Schlaganfall zu bekommen. Das heißt, das
die Medizin versteht langsam auch, dass diese Komorbiditäten gar keine Komorbiditäten, also Begleitkrankheiten sind, sondern es sind nur alles verschiedene Blubber, die von der gleichen Steuerungsstörung hochkommen. Und deswegen ist es so elementar, dem Diabetiker zu sagen, schaff deinen Diabetes ab. Du hast riesen Folgeerkrankungen. Du hast nicht nur Herz-Kreislauf-Krankheiten, du wirst auch eines Tages blind. Deine Gefäße funktionieren nicht mehr. Du kriegst deine Füße amputiert. Alle 20 Sekunden wird in Deutschland jemand Fuß amputiert. Unfassbar. Warum? Weil er ein bisschen Zucker zu viel gegessen hat. Ja, also diese Verharmlosung der Zuckerkrankheit ist einfach fatal. Es fängt an, dass ich ein bisschen hohen Blutzucker habe, dann nehme ich eine Blutzuckerpille ein, dann geht das wieder normal. Ich höre nicht auf, Zucker zu essen, sondern ich senke künstlich meinen Blutzucker. Dazu wird dann hinterher Insulin gespritzt. Ja, das Insulin, das Künstliche, kann nichts anderes als das eigene Insulin, nämlich den Zucker in die Fettdepots reinzubringen. Jeder Diabetesarzt weiß, dass seine Patienten, wenn sie anfangen, Insulin zu spritzen, fett werden. Ja. Weil sie ja nicht die Energie reduzieren, den Zucker reduzieren, sondern nur Insulin spritzen und den Zuckergehalt im Blut reduzieren, indem sie mit dem künstlichen Insulin den Zucker in die Fettdepots schaffen. Also, wir müssen den Mechanismus komplett umdrehen. Wir müssen aufhören, so viel Zucker zu uns zu nehmen, uns auf andere Nahrungsmittel konzentrieren. Und da gibt es einige, die wesentlich gesünder sind als diese Zuckergeschichten. Und dann löst sich das Zuckerproblem von selber auf. Jetzt haben Sie gerade eben das so im Nebensatz erwähnt, wenn der Diabetiker Diabetes hat, wohlgemerkt Typ 2 reden wir jetzt von, dann soll er den abschaffen oder dafür sorgen, dass er verschwindet. Ja. Ist denn Diabetes 2, ich stelle die Frage jetzt wirklich mal so mit diesem Begriff, heilbar? Ja, und da sage ich ganz klar Ja drauf. Das ist eine Provokation, aber es ist nur eine Provokation für die, die den Mechanismus nicht kennen und die nicht wissen, dass er seit, ich will nicht sagen Jahrzehnten, aber seit gut 10, 15 Jahren möglich ist. Ein Freund von mir war Chefarzt in einem Diabetes-Krankenhaus im Allgäu und da kamen die Diabetiker hin für 3 Wochen, sind regulär nach Diabetesvorschriften von der DGE ernährt worden und sind auch ein bisschen bewegt worden und nach 3 Wochen mit dem Diabetes wieder nach Hause gegangen. Das war so. Monat für Monat, Jahr für Jahr. So lange, bis mein Freund selber Diabetes bekam. Da er Internist war, wusste er, was ihm blüht. Ja, blind, ab in die Beine und so weiter und so fort. Also, nicht gut. Was kann ich machen? Und dann kam damals gerade Paleo auf. Dann hat er gesagt, okay, kannst du ja mal versuchen, lass mal den Zucker raus. Nach einem halben Jahr war sein Diabetes weg. Ja, cool. Oh, hat er gesagt, schön. Das sollte ich meinen Patienten auch eingedeihen lassen. Und dann hat er 2 Häuser gehabt. In dem einen Haus hat er weiter DGE, 50%, 60% Kohlenhydrate verfüttert. Und im anderen hat er Paleo gemacht, Low Carb. Und zwar nicht kalorienreduziert, sondern die haben einfach die Zuckermengen ersetzt bekommen durch Fett, gute Fette. Und durften so viel essen, wie sie wollten. Die haben 2-mal am Tag Buffet gehabt. Da konnten die All You Can Eat machen. Und was passierte? Nach 3 Wochen war in dieser Gruppe die Hälfte ohne Diabetes. Ach. Und 40% haben ihre Medikation reduziert. Das hat er versucht zu publizieren. Hat er das nach einem Jahr zusammengefasst, konnte das sehr schön zeigen, dass das signifikant war. Hat er versucht zu publizieren. 10 Zeitschriften haben gesagt, wollen wir nicht. Wenn wir das publizieren, kriegen wir keine Annoncen mehr von der Pharmaindustrie. Das heißt also, es funktioniert. Und wer mal ins Internet geht, und die meisten Menschen können ja ins Internet gehen und sucht dann nach Low Carb oder Leberfasten oder so etwas, der findet dort Kollegen, die ambulant den Diabetes killen. Innerhalb weniger Wochen oder Monate kann man sich von seinem Diabetes befreien. Ja, das ist natürlich eine Aussage, die hoffentlich viele Menschen erreicht, denn das kann massiv die Lebensqualität verändern, verbessern. Und wie Sie schon sagten, abende Füße, da hat, glaube ich, keiner Lust drauf. Und blind werden auch ja, nicht. Ja, es ist aber noch, es ist noch viel schlimmer. Die Reklame läuft ja dahin, die Medizinreklame, wir werden alle immer älter. Super, wenn wir älter werden. Nur was haben wir dann noch für eine Lebensqualität? Ja. Was nutzt es mir, wenn ich 5 Jahre älter werde und in dieser Zeit im Altenheim mit dem Waggeli und Demenz rumgeschoben werde? Denn auch die Demenz ist eine Folge des Zuckers. Es gibt Menschen oder es gibt Kollegen, die sagen, Demenz ist Diabetes 3. Warum? Weil auch die Gehirnzellen ja den Zucker brauchen und die Gehirnzellen werden insulinresistent. Darüber haben wir nicht gesprochen, dass wenn man das Spielchen extrem treibt, die Zellen keinen Zucker mehr aufnehmen. Egal wie viel Insulin man hat, sie sind insulinresistent. Und was dann passiert, ist eine Katastrophe. Die Zellen brauchen ja Energie.
und könnten theoretisch über Fett sich ernähren. Der Körper ist immer schon ein Hybrid gewesen, was die Autoindustrie erst vor kurzem geschafft hat. Wir haben einen Hybridantrieb. Die Zelle kann Fett verbrennen, die Zelle kann Zucker verbrennen. Nur wenn ich jetzt Low-Fat mache, was wir ja empfohlen bekommen haben, und insulinresistent bin, also meine Zucker nicht mehr verbrennen kann, dann verhungern meine Gehirnzellen. Und das ist die Philosophie der Diabetes 3 gleich Demenz. Ich lasse meine Gehirnzellen verhungern. Und deswegen kommen wir in die Situation, dass derzeit immer mehr Menschen Demenz entwickeln. Warum? Weil sie weder den Zucker verbrennen können, noch die nützlichen Fette haben. Und dann haben wir ein Problem, dann bekommen wir Diabetes. Und dann haben wir die Demenz. Alles das ist unnötig, wenn wir uns vernünftig artgerecht ernähren würden. Ja, und damit sind wir jetzt auch bei dem Punkt, wo wir sagen, was ist denn die artgerechte Ernährung? Was kann ich denn tun, um Diabetes vorzubeugen bzw. zu heilen? Also angenommen, es hört jetzt jemand zu, der hat jetzt Diabetes oder er ist vielleicht am besten Weg dahin oder er möchte generell was tun, um es vorzubeugen. Was ist Ihre Empfehlung zum Beispiel in Bezug auf gesunde Süßungsmittel oder eben auf die Ernährung im Allgemeinen? Also, Die erste Empfehlung geht, such dir einen Kollegen, der damit umgehen kann, dich begleitet, damit er nie alleine rumwurschtelt. Weil man muss natürlich dann auch die Medikamente anpassen und so weiter und so fort. Es funktioniert in jedem Fall, sobald man anfängt, sich, wie gesagt, artgerecht zu ernähren. Und da müssen wir ganz klar sagen, Herr Mutter hat damit mal angefangen und hat ess grün. Ja, grün. Dr. Jochen Mutter, ja. Dr. Jochen Mutter, ja, der Umweltmediziner war, aber inzwischen auch bei der Ernährung gelandet ist, weil ohne Nahrung geht es nicht. Und die Umwelt ist das, was wir, oder die Nahrung ist das, was wir von der Umwelt aufnehmen. Und das war mal grün, überwiegend grün. Das heißt, wir haben uns überwiegend vegetarisch ernährt, weil das einfach vor Verfügung stand. Die ganze Welt ist voller Pflanzen. Ja, dass die Natur es geschafft hat, dass wir auch Eiweiß und Fett verdauen können, ist ein genialer Schachzug, weil wir dann eben Allesfresser sind. Wir können alles verwerten. Das ist ein Überlebensvorteil gewesen. Aber das Hauptnahrungsmittel sind Pflanzen. Warum? Weil in den Pflanzen alles drin ist, was wir brauchen. Vieles ist in den einseitigen Dingen nicht mehr drin. In der Pflanze ist alles drin. Manches brauchen wir über Fleisch, deswegen auch ein bisschen Fleisch dazu. Aber das meiste, was wir gegessen haben, ist grün gewesen. Wir haben alles gegessen, was wir kriegen konnten. Und da müssen wir wieder zurückkommen. Wer das verstanden hat, das ist auch der Grund, warum die Vegetarier im Grunde meistens gesünder sind als die Fleischfresser. Die Fleischfresser werden nicht vom Fleisch krank, sondern die werden davon krank, dass sie kein Gemüse essen. Weil die Mikronährstoffe im Gemüse, die braucht der Körper als Steuerung für seine Gene. Deswegen also Gemüse, 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 Gemüse. Und dazu brauchen wir dann ein bisschen Kohlenhydrate dazu. Dazu brauchen wir ein bisschen Fett dazu oder mehr Fett dazu. Und dazu brauchen wir ein bisschen Eiweiß. Also dieser Mix macht es, dass wir gesund werden. Und wenn ich das Einseitige rausnehme, dann sagt der Körper sofort wieder, okay, du gibst mir das andere mit dazu, jetzt habe ich meine Ressourcen, jetzt funktioniert es wieder. Ja. Ja, also im Prinzip ist es ganz einfach, man muss es vielleicht einfach nur mal verstanden haben und vor allem muss man einfach mal verstanden haben, was da heute eigentlich mit uns passiert, denn es ist ja wirklich etwas, das uns übergestülpt wird, wenn wir in den Supermarkt reingehen. Klar, man kennt es nicht anders, es gibt noch Leute, die kennen es noch von früher, von den Großmüttern, wie die gearbeitet haben, aber diese Generation stirbt auch aus. Das heißt, die meisten kennen es gar nicht mehr. Die kennen nur noch Supermärkte, das, was dort angeboten wird. Und wir möchten mit Dingen wie diesem Interview, mit ihrem Wissen, was sie hier teilen, natürlich dagegen steuern. Alle die jetzt mehr über sie erfahren möchten, was für Möglichkeiten gibt es jetzt, wenn man sagt, boah, ich habe jetzt Diabetes, vielleicht möchte ich es vorbeugen oder ich möchte mehr über sie erfahren. Ja, da gibt's vielfältige Möglichkeiten. Einmal natürlich auf YouTube, die vielen Videos, die dort stehen. Dann haben wir mehrere Plattformen eingerichtet über die Sonnenallianz für die MS und so. Aber das Wichtigste, das Kernstück ist unsere Akademie für menschliche Medizin, die vielfältige Dinge anbietet und eine Sache hat, die wir jetzt neu entwickelt haben. Das ist ein Fragebogen, wo wir die Probleme, die uns die moderne Welt macht, die moderne Welt bereitet, diese Probleme abfragen, weil viele Menschen wissen gar nicht, dass sie solche Probleme haben. Das sind also etwa 20 Fragen zu den unterschiedlichsten Themen und die kann man online ausfüllen und bekommt dann detailliert eine Information über seine Position in Sachen Gesundheit und zusätzlich noch auch Empfehlungen, soweit dies aus dieser ersten Fragestellung möglich ist, Empfehlungen, was man denn tun könnte, um aus der Misere rauszukommen. Ja, und das ist natürlich letztlich das, was unsere Zuschauer interessiert. Was kann ich denn jetzt konkret tun, um aus meiner Misere, wie Sie sagten, rauszukommen?
Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit, die Sie dort anbieten. Und an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Sie, Herr Professor Spitz, für die vielen Informationen, die uns hier geliefert haben. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit viel Erfolg weiterhin. Gutes Gelingen und mögen Sie weiterhin viele Menschen mit Ihrer Botschaft erreichen, die ganz, ganz wichtig ist, die ich über diesen Kanal natürlich auch gerne unterstütze. Ja, und zum Schluss verbleibt mir neben einem Dankeschön, wie gesagt, ein Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, macht's gut, bis ganz bald, euer Andreas von grünundgesund.de. Ciao.